Böse Überraschung in Kürbitz. Eine böse Überraschung erlebten die Veranstalter des Löwenspektakels und des SR2-Treffens am vergangenen Sonntagmorgen. In der Nacht gelangten Unbekannte über ein Fenster in das Vereinsheim und öffneten gewaltsam einen Stahlblechschrank. Aus mehreren Handkassen wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Veranstaltung selbst ging am Sonntag reibungslos über die Bühne. 952 Teilnehmer sah das 19. SR2-Treffen. Unter dem Motto Heiße Nächte in Palermo huldigten Akteure und Zuschauer dem blechernen Kultobjekt aus Suhl. Einen ausführlichen Bericht über das Treffen sehen Sie ab Donnerstag im VHF-Wochenprogramm.